So, wir sind gerade hier am Landdepartement. Tanita muss meine Hochzeitsurkunde holen oder unsere Hochzeitsurkunde. Die müssen wir jedes Jahr holen wegen Arbeitsgenehmigung. Alle Jahre wieder. Tanita kommt schon zurück mit unseren Urkunden. Alles gut? Yes. Ja. Dabei really, really. Ja. The new generation really easy, you know? Ja. Yeah. Easy come, easy go. Not so complicated. Naja, after 20 years, ne? They should not really make a progress. Wir sind jetzt in Kartu unterwegs. Hier ist dieses Standesamt, ne? You can say Standesamt, where you get also when you get married, you have to go here, right? Yes. Also praktisch das Standesamt von Kartu. Gibt es natürlich mehrere hier auf Phuket. Und jetzt fahren wir, what we eat, dim sum or you want? We eat a chicken. Chicken, where? Opposite dim sum in the last time we eat with pickle. The chicken? No. Because dim sum is afraid too late. Too late? 11 o'clock already. Okay, jetzt sind wir hier in Kartu an der Kreuzung. Rechts geht's zum Lotus, links nach Phuket Town. Toll, ne? You like my our new So now you can see. Yeah, we can see each other now. I cannot, normally. Huh? No. Not normally. Yeah. So yeah. Und es fällt mir nichts mehr ein. Jetzt schauen wir mal, wo wir hingehen. Aber jetzt wird es wieder grün, okay. Or we go to. Do you think dim sum is closed? You can look, but okay, we need nothing from Phuket Town, right, today? So we have to go to Phuket Town anyway. For what? Go for, I need the application form for the your work permit. Oh, we also have to go there. Yeah, we have so to we go get there. This and after on the way back we go to Benjavan, huh? Yeah. Okay. Gut, dann machen wir das so, dann holen wir, jetzt müssen wir noch meine Applikationsform, also wie sagt man? Application Form, das deutsche Wort, Formulare für mein Work Permit holen. Da müssen wir aufs Arbeitsamt. Und ja, also wir haben heute so Behördengänge. Einmal im Jahr muss man das machen. Oh, we go this way and we can fly. Hier haben wir hier, das ist ein Familienbetrieb, wie man sieht hier, aufs eigene Land gebaut. Das ist natürlich super. Hier ist das Haus der Familie, dann ein riesen Grundstück mit Parkplatz. Hier haben sie diesen Keto Coffee und Kitchen. Also, hey, what's up? Good, how are you? Und jetzt gehen wir mal schön zu unserem Dimsam-Laden hier. Na? Hm? I want dim sum with my lovely wife. What did you do last night? I have a thing of you already. He already go and take something out, and that's why he's so happy today. Oh. Yes, I'm so happy. Come back home late too. Yes. So now I know. Hier ist unser Dim Sum, schau. Ich mache diesen Pilz Dim Sum. Immer wieder gern esse ich das. Ja. Schau her, was es hier alles Schönes gibt. Darling, you select, up to you. I eat whatever you could put on my plate. Also das mit den Masken ist doch schon ein wenig ein Schwachsinn, wenn man sich das überlegt. Ja. Gott sei Dank darf man noch ohne Maske essen, weil sonst wird es ganz blöd. Aber hoffentlich ist es ja bald alles auf, weg. Schaut auch lecker aus. Here I like this one, Chicken Shawarma. Shumai. Chicken Shumai. Okay. Mm-hmm. And pork, also good. And one pork gyoza maybe. Gyoza. Mm-hmm.
For you, it's enough, or? Yeah. Yeah, yeah. Take whatever you want. Yeah, so. Okay. So, Anita sucht nach Haus hier. Ja, mit Pilzen. Gut. Alles schön frisch. Das wird jetzt gedünstet da drüben. Und dann tun wir noch einen schönen Tee bestellen. Ne? Das ist unsere Selektion, die wir ausgesucht haben. Und hier wird es gedampft. What Chayen? Or Coffee Yen? Maybe Chayen, I'm more calm. I don't want to get aggressive now. Nicht, dass ich wieder aggressiver, wenn wir zu die Ämter gehen. Hier, da gibt es Jasmin-Tee, ne? Jasmin-Tee, der ist umsonst. Und what is the specialty they have here? Chayen, also my one. Das ist unser netter Kellner hier. But they have to something special you order here sometimes, can I order khanom chin or khao yam? Khao yam? Khao yam. Khao yam ist Reissalat. Der ist richtig lecker hier. Ich habe meine Brille vergessen. Steam rice with the herb and all mixed fresh vegetables. But yam is salad, right? It's yam is salad. Salad because this one not cooked, nothing cooked in meat, only fresh salad. Only fresh and okay. And the sauce from Southern special. Can I make, maybe I put here, I put some holes inside, how you think? Huh? Then I have glasses again. Oh, so schaut es auch gut aus, das ist so rasterfarbenmäßig. So, jetzt kommt unser Dim Sum hier. Schön gedämpft alles, frisch gedämpft. Actually is a lot, huh? Ich glaube, da hat der Hunger wieder zugeschlagen, weil wir ja beide noch nichts gegessen haben. Und wenn du natürlich dann aussuchst, dann nimmst du ja meistens immer mehr, wie man braucht. Aber schaut euch mal an, wie schön das ausschaut. This is made from what? Bamboo, huh? Not sure. Look, could be bamboo, ne? Or leaf, is made from leaf? Ist von einem Blatt gemacht, ne? Aber, oder Holz, I don't know. Schön. So. Da haben wir jetzt unseren Dim Sum. So, jetzt gibt es noch Soßen dazu. Chili-Soße, ne? And what else? Hier Sojasauce, ha? Huh? Sojasauce. Und dann hat man so eine kleine Gabel. Die sind dann da hinten drin. Da. Ja, dann hat man hier so diese Kuchengabeln. Punkt das ein in die Soßen. Ich tue dann immer ein wenig mischen mit beiden Soßen. Ja, und dann. Heiß, weil es gedämpft ist. Also aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Lecker. Wer mal Lust hat auf Dim Sum, kann man vielleicht mal organisieren. Um 10 von der Kokosnuss wegfahren, schön frühstücken, weil die machen um 12 etwa zu. Und ja, so mal diesen schönen Reissalat probieren. Und dann für mich sind es, ich nenne es immer die Thai Tapas, das sind halt so Kleinigkeiten, Schwein und Hähnchen und Fisch. Und schmeckt echt lecker. Und vielleicht, ja, wenn ihr mal Lust habt, meldet euch in der Kokosnuss, kann man organisieren. So einen Trip hierher. Danach vielleicht noch mal Phuket Town was anschauen. Irgendwie so. My ID card again. So, Tanita hat gerade ein gutes Erlebnis gehabt. Es ging schnell, obwohl sie ihre ID-Card irgendwo verlegt hat. Aber jetzt mal hier, da kostet es eins um die 20 Baht, zwischen 20 und 25 Baht. So ein volles Schälchen natürlich.
Und da wird es ungefähr 560, ja, so 250 Baht kosten, schätze ich mal. Schauen wir mal, ob meine Rechnung stimmt. Ich rechne es jetzt aus hier. Ja, 240, 250 habe ich ausgerechnet. Bin ich gut dabei, ja? Könnte hier auch arbeiten. I sing song, Roy Hasid. So, okay. Ahoi, ahoi, very good. Thank you very much. Da. Also super gegessen. Ja, das ist halt blöd. But, you know, I always do like this and then I block it. Ne? I have to get a sand. Super gegessen. Und das ist jetzt das nächste Problem. Super gegessen haben wir. Alles wunderbar. Dann gehen wir wieder. Hier nochmal einen kurzen Rundblick. Das ist der Salat, den wir gerade gegessen haben. Den machen wir hier für Takeaway. Wirklich zu empfehlen. Schau, unser schöner thailändischer Tapasladen. Ja. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch nicht mehr. Super, give me five.